Zeugnis über die Offenbarung des Alten und des Neuen Testaments nach Kapiteln, werte Pastoren, Theologiestudenten und Heiligen, die Sie an dem Shincheonji Online-Seminar teilnehmen. Es freut mich, Sie zu sehen. Ich bin für die Moderation zuständig, Hyun-woo Lee vom Simon-Stamm der Shincheonji Kirche Jesu. Ich möchte Ihnen allen meinen Dank dafür ausrichten, dass Sie das Shincheonji Online-Seminar aufgesucht haben, das gerade in die ganze Welt ausgestrahlt wird. Das Seminar, das gerade durchgeführt wird, besteht aus Inhalten, die man wissen muss, um den neuen Bund zu halten, den Jesus allen Gläubigen der ganzen Welt gegeben hat. Ich wünsche Ihnen, werte Zuhörer, die Sie aus diversen Ländern der ganzen Welt teilnehmen, dass Sie eine kostbare Zeit haben, wo Sie große Erkenntnis und Gnade mitnehmen können. Zunächst einmal wollen wir mit demselben Herzen beten und das Seminar beginnen. Der du der Herr der ganzen Schöpfung von Himmel und Erde bist, ehrwürdiger Vater Gott, Vater, heutzutage verkündigst du uns auf diese Weise das offenbarte Wort des Alten und des Neuen Testaments und dafür danken wir dir so sehr. Bitte erlaube du den Pastoren und den Heiligen, die heute das offenbarte Wort hören, viel Erkenntnis und gib du auch dem Lehrer, der heute das Wort verkündigt, Lippen der Weisheit. All diese Worte haben wir im Namen Jesu gebetet. Amen. Wir möchten Ihnen mitteilen, dass das diesmalige Seminar, das online durchgeführt wird, unter strikter Einhaltung der Präventionsrichtlinien und der sozialen Distanzierung durchgeführt wird. Nun haben wir die allerwichtigste Stunde, wo wir nämlich das Wort des Lebens hören. Die Shincheonji-Kirche hat bereits durch YouTube Offenbarungsseminare abgehalten und alle Verse von Kapitel 1 bis Kapitel 22 bezeugt. Den Worten der Offenbarung sind unzählige Gläubige gefolgt und vor die Worte der Wahrheit Gottes gekommen. Heute wird der Lehrer Chong-Soo Lee vom Simon-Stamm der Shincheonji-Kirche Jesu, Tempel des Zertes des Zeugnisses, über die wahre Bedeutung vom Vaterunser lehren. Ich werde dafür beten, dass Sie Vers für Vers von den Worten, die bezeugt werden, in Ihre Herzen füllen und erkennen. Wir wollen den Lehrer Chong-Soo Lee nach vorne bitten. Alle Pastoren, Theologiestudenten und Heiligen der ganzen Welt, die Sie auf Himmelreich und ewiges Leben hoffen, es freut mich, Sie zu sehen. Ich bin der Gemeindeleiter der Seodaemun-Gemeinde vom Simon-Stamm der Shincheonji-Kirche Jesu, Chong-Soo Lee. Ich möchte Sie von ganzem Herzen willkommen heißen und dafür danken, dass Sie an dem Shincheonji Online-Seminar teilnehmen, Zeugnis über die Offenbarung des Alten und des Neuen Testaments nach Kapiteln. Die Überschrift zu den Worten, die Sie heute mit mir gemeinsam anschauen werden, lautet Mittelstufe Lektion 7, die wahre Bedeutung des Vaterunsers. Die Hauptreferenz ist Matthäus 6 und auch den Inhalt von Johannes 8 werden wir mit uns anschauen. Die wahre Bedeutung von diesem Vaterunser zu kennen, warum das wichtig ist für die Gläubigen und was diese Worte mit uns Gläubigen heutzutage zu tun haben, lassen Sie uns darüber nachdenken, während Sie diese Worte hören. Natürlich kann es auch sein, dass Sie, werte Pastoren, diese Inhalte kennen und es mag auch einige geben, die das noch nicht kennen. Aber ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie heute in dieser Stunde das, was ich Ihnen erkläre, noch einmal anhören. Dann möchte ich Ihnen die heutige Hauptreferenz vorstellen. Das Matthäusevangelium ist von heute aus gesehen, vor etwa 2000 Jahren, unter den 12 Jüngern von Jesus, von Matthäus niedergeschrieben worden. Das Vaterunser, das in Matthäus 6 geschrieben steht, enthält Verheißungen, die sich in Zukunft erfüllen würden. Das heißt, wenn die Zeit gekommen ist, erfüllt sich das. Die Zeit, in der sich das erfüllt, ist die Zeit der Erfüllung des neuen Bundes, der Offenbarung, sprich die Zeit des Wiederkommens des Herrn. Viele Menschen lernen das Vaterunser gewohnheitsmäßig auswendig und rattern das herunter. Aber in diesem Vaterunser, wenn da eine Verheißung darüber enthalten ist,
was beim Wiederkommen des Herrn sein wird, dann sollten doch wir, die wir in der Zeit des Wiederkommens leben, diese Inhalte unbedingt kennen, oder? Sie, die Sie diese Worte gerade hören, kennen Sie die wahre Bedeutung Gottes, die in dem Vater unser enthalten ist? Angenommen, Sie kennen diese Bedeutung nicht und beten das einfach, dann ist es ja so, dass es einem selbst überhaupt nichts bringt. Und so wollen wir jetzt eins nach dem anderen herausfinden, was die wahre Bedeutung von Vaterunser ist. Lassen Sie uns alle gemeinsam Matthäus 6, Vers 9 bis 13 lesen. Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, so wie Sie gelesen haben, beginnt das Vaterunser mit den Worten: Unser Vater, der du bist in den Himmeln. So. Was für ein Ort ist denn wohl dieser Himmel, in dem Gott sich befindet? Es ist natürlich nicht der Himmel, die Feste dort gemeint, oder? Weil Gott jemand ist, der sehr hoch ist, wird der Ort, wo Gott sich befindet, als Himmel bezeichnet. Das heißt, unabhängig von einem bestimmten Ort, ist der Ort, wo Gott sich befindet, egal wo, dann der Himmel, oder? Aber wenn wir in Offenbarung 4 schauen, da ist Gott, der Geist ist, im Himmelreich der geistlichen Welt können wir dort sehen. Das heißt, der Himmel, von dem hier im Vaterunser die Rede ist, bezeichnet das Himmelreich der geistlichen Welt, wo der Thron Gottes ist. Als nächstes wollen wir herausfinden, warum unser Vater, der du bist in den Himmeln, das ist Gott, der Geist ist, oder? Jeder Mensch hat ja einen fleischlichen Vater, fleischliche Eltern, die einen fleischlich geboren haben, die einem den Körper gegeben haben, und so ist Gott auch der Vater unseres Geistes. Aber nur davon, dass wir Gott einfach Vater nennen, ist es nicht so, dass er auch unser Vater wird. Zum Beispiel, wenn Sie auf der Straße irgendjemanden packen und ihm sagen: Der Vater, Vater, der Mensch wäre doch ziemlich verwirrt, oder? Und so benötigt es also eine gewisse Qualifikation, um Gott auch Vater nennen zu können. Auch in der Welt ist es ja so, dass aus dem Samen des Vaters ein Kind geboren wird. Und so erst wird man zum Vater dieses Kindes und zum Kind dieses Vaters und kann diesen Vater dann auch Vater nennen. Und so auch bei Gott. Das Anrecht, Gott Vater nennen zu können, ist genauso, dass man aus dem Samen Gottes geboren werden muss. Was ist dieser Same Gottes? Wenn wir in Lukas 8, Vers 11 schauen, da heißt es, dass der Same Gottes das Wort Gottes ist. Das heißt, nur diejenigen, die den Samen, das Wort Gottes besitzen, können Gott dann Vater nennen. Aber das, was wir hier jetzt sehr gründlich überlegen müssen, ist, der geistliche Same bezeichnet zwar zum einen den Samen Gottes, aber zum anderen gibt es auch den Samen des Teufels. Je nach diesen zwei Arten von Samen unterscheidet sich dann auch die Folge enorm. Was gab es beim ersten Kommen? Das wollen wir in der heutigen Hauptreferenz Johannes 8, Vers 41 bis 44 nachlesen. Ihr tut die Werke eures Vaters. Sie sprachen nun zu ihm: Wir sind nicht durch Hurerei geboren. Wir haben einen Vater, Gott. Jesus sprach zu ihnen: Wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Denn ich bin auch nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Ja, so wie Sie gelesen haben, haben die damaligen Juden Gott Vater genannt. Solche Menschen waren sie. Und trotzdem sagt
Jesus zu ihnen, euer Vater ist der Teufel, oder? Die damaligen Juden, als sie diese Worte gehört haben, was für schlechte Laune müssen sie davon bekommen haben. Aber was war der Grund dafür, dass Jesus nicht anders konnte, als so zu ihnen zu sprechen? Dass in ihnen nicht der Same Gottes die Wahrheit war, sondern weil sie dabei waren zu lügen. Die Hirten der traditionellen Gemeinden von Jerusalem, die damals scheinbar sehr gläubig waren, sie konnten noch nicht einmal die wahre Bedeutung in dem Gesetz und haben lediglich dann gedacht, dass das Gesetz das Beste wäre. Aber als Sohn Gottes ist Jesus auf diese Erde gekommen und er hat gesagt, er kam nicht, um das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen, um es vollkommen zu machen. Dafür hat er dann das Gesetz der Freiheit gelehrt und hat die Wahrheit bezeugt. Allerdings haben sie aus dem Grund, dass das anders war als das, was sie bis jetzt als Gesetz bewahrt und verkündigt haben, Jesus verfolgt und sogar getötet. Das heißt also, es gab einen religiösen Konflikt, wo sie verfolgt haben und wo man verfolgt wurde. Die damaligen Juden, sie haben die Wahrheit nicht angenommen, sondern lediglich verfolgt, waren nur damit beschäftigt. Und so können wir an ihren Taten sehen, dass sie, egal wie sehr sie Gottvater genannt haben, letzten Endes aus dem Samen des Teufels geborene Kinder des Teufels waren. Genauso sehen wir auch in Matthäus 13, dass auf einem Acker zwei Arten von geistlichen Samen gesät worden sind und infolgedessen dann auch zwei verschiedene Söhne erscheinen. Der Acker, auf den da diese zwei Arten von Samen gesät werden, ist ja der Acker Jesu, auf den der gute Same Jesu gesät wurde. Das heißt, es ist dann innerhalb des Christentums, wo die Menschen versammelt sind, an Jesus glauben, dass da der Same des Teufels und der Same Gottes gesät worden sind. Die Menschen, die heutzutage an Jesus glauben, sie nennen zwar alle Gott Vater, darunter gibt es aber also Menschen, die aus dem Samen des Teufels geboren sind. Das ist doch wirklich eine sehr große Sache, oder? Diejenigen, die aus dem guten Samen, aus dem Samen Gottes geboren sind, werden zwar zu den Söhnen des Himmelreichs, aber diejenigen, die aus dem Unkraut geboren sind, sind dann die Söhne des Bösen, sprich, sie werden zu Kindern des Teufels. Nicht nur das, sondern diejenigen, die aus dem Samen Gottes geboren sind, die werden dann im Reich Gottes, im Himmelreich, wie die Sonne leuchten, wurde verheißen. Diejenigen aber, die aus dem Samen des Teufels geboren sind, die werden in den Feuerofen geworfen, wurde gesagt. Das heißt, letzten Endes werden sie in die Hölle geworfen. So, das bedeutet, diejenigen, die aus diesen zwei Arten von Samen geboren sind, wann und wie kann man sie erkennen? Die Zeit, die man zunächst erfahren kann, ist die Zeit der Ernte, sprich die Zeit der Vollendung des Zeitalters, das Ende der Welt. Bis die Zeit der Ernte kommt, sind sie zwar auf einem Acker gewesen, aber wenn die Zeit der Ernte kommt, dann ist es so, dass zwischen Weizen und Unkraut geschieden wird. So, wie kann man das dann zu dieser Zeit erkennen? Das kann man anhand dessen unterscheiden, ob man geerntet worden ist oder ob man nicht geerntet werden konnte. Diejenigen, die aus dem Samen Gottes geerntet sind, geboren sind, werden geerntet und in die himmlische Scheune gebracht. Diejenigen aber, die aus dem Samen des Teufels geboren sind, können nicht geerntet werden und bleiben also auf dem Acker zurück und werden mit Feuer verbrannt. Darüber hinaus sehen wir bei den Geernteten in Offenbarung 7, dass sie mit dem Wort Gottes versiegelt werden und neu erschaffen werden als die 12 Stämme vom Reich Gottes. Denen werden sie zugehörig. Darum ist es beim Wiederkommen so, dass diejenigen, die Gott Vater nennen können, einzig und allein diejenigen sind, die aus dem Samen Gottes geboren sind, die versiegelt sind und die zu den 12 Stämmen vom neuen Reich und neuen Volk Gottes zugehörig geworden sind. Nur sie können Gott also Vater nennen. Aber auch heutzutage ist es genauso wie beim ersten Kommen, dass diejenigen, die nicht geerntet werden konnten, diejenigen, die geerntet wurden, bis auf den Tod verfolgen. So wie in Johannes 8 ist es also auch beim Wiederkommen so, dass es wieder einen religiösen Konflikt gibt. Zur Erntezeit wurde man nicht geerntet und ist nur damit beschäftigt zu verfolgen. Aber wenn man das tut, dann kann man Gott noch so sehr Vater nennen. Solche Menschen sind dann Kinder des Teufels, die aus dem Samen des Teufels geboren sind. Anders geht es nicht. Dann ist die Frage, bin ich denn ein Mensch, der aus dem Samen Gottes geboren ist oder nicht? Bin ich ein Mensch, der geerntet wurde oder nicht? Das muss ich doch dann überlegen, oder?
und zumindest jetzt doch dann auch diese eindeutige Qualifikation mir dafür aneignen, Gott auch Vater nennen zu können. So ein Gläubiger sollten wir dann auch werden. Dann wollen wir im Anschluss schauen, was es bedeutet, dein Reich komme. Das ist ein sehr wichtiger Inhalt. Wo ist denn dieses Reich, das herabkommt? Und wann kommt es? Worauf herab? Zudem ist doch die Frage, was hat das denn mit mir zu tun? Das muss man wissen, oder? Um die Antwort vorwegzunehmen, dieses Reich, das herabkommt, von dem hier die Rede ist, ist das Himmelreich der geistlichen Welt aus Offenbarung 21, die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Wenn wir im Buch Genesis schauen, sehen wir, dass Gott ursprünglich mit den Menschen, die nach seiner Gestalt und seinem Bild erschaffen worden waren, auf dieser Erde gemeinsam war. Aber Adam und Eva haben infolge der Verführung der Schlange gesündigt und auch die Menschen nach ihnen in der nachfolgenden Generation haben ständig gesündigt, sodass Gott dann diese Erde verlassen hat. Von da an ist Gott also zu dem Gott geworden, der dort im Himmel ist, oder? Danach ist diese Welt zu einer Welt geworden, über die der Teufel nun herrscht. Aber der Wille Gottes, der fortgegangen ist, ist diese Erde wiederherzustellen und wieder auf diese Erde herabzukommen. Dafür hat er vor 2000 Jahren seinen eingeborenen Sohn Jesus gesandt. Und Gott und das Himmelreich sind zwar auf Jesus herabgekommen, aber die damaligen Juden haben Jesus ans Kreuz genagelt, anstatt ihn aufzunehmen, sodass das Reich Gottes dann wieder fortgehen musste. Aber bevor Jesus fortgegangen ist, sehen wir in Johannes 14, Vers 1 bis 3, hat er den Jüngern etwas verheißen, nämlich, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, hat er gesagt. Und wenn diese Stätte bereitet ist, dann wird er wieder auf diese Erde kommen, hat er verheißen. Gemäß dieser Verheißung ist Jesus in den Himmel gegangen und hat eine Stätte bereitet. Und das ist eben nichts anderes als die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus Offenbarung 21. Der Grund dafür, dass dieser Ort Neues Jerusalem genannt wird, ist, weil zu Moses Zeit Mose auch im Himmel etwas gesehen hatte, aber es ist ein anderes Jerusalem als zu der damaligen Zeit und deswegen wird dieser Ort hier Neues Jerusalem genannt. Dieser Ort ist das Himmelreich der geistlichen Welt, das Jesus erschaffen hat, indem er die 12 Jünger, die als Märtyrer gestorben sind, als 12 Grundsteine genommen hat. Wenn dieser Ort bereitet ist, dann kommt Jesus gemeinsam mit dieser Stätte auf diese Erde. Das hat er verheißen. Und deswegen ist dieses Reich, das herabkommt, von dem im Vaterunser die Rede ist, das Himmelreich der geistlichen Welt, die heilige Stadt, das neue Jerusalem. So, das heißt, wann kommt dieses Reich auf wen herab? Wir lesen dazu mal Offenbarung 21, Vers 1 bis 2. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Ja, so wie Sie gelesen haben, wurde verheißen, dass diese heilige Stadt, das neue Jerusalem, das Himmelreich der geistlichen Welt, auf den neuen Himmel und die neue Erde, sprich Shincheonji, herabkommen wird. Und in Offenbarung 3, Vers 12 heißt es wiederum, da wurde verheißen, dass es auf den Überwinder herabkommt. Das heißt, dieses Himmelreich der geistlichen Welt, das wird mit diesem verheißenen Überwinder gemeinsam sein. Und das ist dann der verheißene Hirte des Neuen Testaments, den wir heutzutage unbedingt treffen müssen. Und es gibt noch einen weiteren wichtigen Vers. Wenn wir in Matthäus 25, Vers 34 schauen, da heißt es, dass zur letzten Zeit Jesus kommt und alle Völker unterteilt und scheidet wie zwischen Schafen und Böcken. Und da wird dann aber den Gläubigen wie Schafen gesagt, dass sie das von Grundlegung der Welt an bereitete Reich erben sollen. Dieses Reich, das von Grundlegung der Welt an bereitet wurde, das ist eben diese heilige Stadt, das neue Jerusalem, das Jesus bereitet hat. Und dementsprechend ist also der Ort, wo diese Gläubigen wie Schafen versammelt sind, der Ort, worauf dann die heilige Stadt, das neue Jerusalem, das Jesus bereitet hat,
das Himmelreich der geistlichen Welt herabkommt, wenn wir das noch einmal ordnen, der Ort, auf den das Reich Gottes herabkommt, ist dann der neue Himmel, die neue Erde, wo der Überwinder ist, Xinchenji. Und nur wenn man ein Gläubiger wie ein Schaf geworden ist, dann kann man also an diesem herabkommenden Reich Gottes auch teilhaben. Das bitte unbedingt erkennen. Als nächstes geht es um Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Auch dieser Inhalt ist extrem wichtig. Gott musste wegen der Sünde dieser Erde fortgehen. Aber wenn er wieder auf diese Erde kommen soll, dann muss, also genauso wie es dort im Himmel, sprich im Himmelreich der geistigen Welt gezeigt wurde, auf dieser Erde ein genauso erschaffenes Reich Gottes erscheinen. So ein Geschehnis gab es bereits ab Moses Zeit. Wenn wir in 2. Mose 25 schauen, da hat dieser Mose die himmlischen Dinge gesehen und auf dieser Erde das Zelt gebaut, in dem Gott wohnen sollte. Aber dieses Zelt von Moses Zeit, das war nicht das wahre Bild, sondern es war ein Abbild und Schatten des Himmels, wurde gesagt. So, das heißt, dieses wahre Bild, wann erscheint das dann wohl? Genau, die Zeit ist dann eben das, was wir dann durch das erste Kommen und das Wiederkommen sehen können. Da hat es sich auf dieser Erde erfüllt. Beim ersten Kommen war es auch so, wenn wir schauen in Johannes 5, Vers 19, dass auch Jesus das, was Gott des Himmels tut, gesehen hat und auf dieser Erde genauso gehandelt hat, oder? Und dementsprechend ist es auch heutzutage zu der Zeit des Wiederkommens so, dass der verheißene Hirte des Neuen Testaments von Gott und Jesus erwählt wurde und das Himmelreich der geistlichen Welt, die heilige Stadt, das neue Jerusalem, gezeigt bekommen hat. Und so wie er es im Himmel gesehen hat, hat er dann auf dieser Erde dann den neuen Himmel und die neue Erde, Xinchenji, bauen sollen. Wenn dieser neue Himmel und die neue Erde vollendet werden, dann ist es so, dass sowohl Gott, der fortgegangen ist, als auch das Himmelreich auf die Menschen von diesem neuen Himmel und dieser neuen Erde herabkommen. Und deswegen ist es dann so, dass dieser neue Himmel und diese neue Erde dann zu dem Himmelreich werden, bei dem Geist und Fleisch eins geworden sind. Und die Menschen vom neuen Himmel und der neuen Erde werden dann in die ewige Ruhe eingehen. Das ist genau das, wofür Gott seit 6000 Jahren arbeitet, sein Ziel. Dieser Hirte der Verheißung von Xinchenji ist von Jesus erwählt worden und er hat an der Seite von Jesus gesehen, wie er die Offenbarung des Neuen Testaments erfüllt hat. Und das hat er auch alles gehört. Er ist der Zeuge. Zudem ist er auch derjenige, der in Offenbarung 4 und Offenbarung 21 das Himmelreich der geistlichen Welt höchstpersönlich gesehen hat. Und deswegen, weil es so, wie es im Himmel erfüllt worden ist, auf dieser Erde erschaffen wurde, sind die 12 Stämme von Xinchenji das Reich Gottes, das gemäß dem neuen Bund der Offenbarung erschaffen wurde. Die Erschaffung von Xinchenji ist gerade so zustande gekommen, wie man einen Stempel abdrückt. Und so wurden auch alle Kapitel der Offenbarung des Neuen Testaments ins Herz geprägt. Und sowohl die Organisationen als auch die Bezeichnungen, die Gemeindenamen, die Personennamen, die sind alle nach der Offenbarung erschaffen worden. Deswegen ist das das Reich Gottes. Es sind so wichtige Inhalte, deswegen möchte ich es noch einmal betonen. Die 12 Stämme von Xinchenji sind gemäß dem neuen Bund der Offenbarung erschaffen worden. Die Erschaffung von Xinchenji ist so zustande gekommen, dass gerade so, wie wenn ein Stempel abgedrückt wurde, alle Kapitel der Offenbarung des Neuen Testaments ins Herz geprägt wurden und sowohl die Organisationen als auch die Bezeichnungen, als auch die Gemeindenamen und Personennamen sind gemäß der Offenbarung erschaffen worden und als solches ist es das Reich Gottes. Darüber hinaus ist es so, dass Xinchenji gemäß der Verheißung der Offenbarung das so erschaffene neue Reich, neue Volk sind. Das heißt, das Reich und das Volk der Verheißung. Und dementsprechend, wenn so wie es im Himmel erfüllt wurde, auf dieser Erde dann auch ein Reich Gottes erfüllt wurde und das erschienen ist, dann sollte man das nicht einfach so verfolgen, sondern erst einmal willkommen heißen und überprüfen, oder? Ich hoffe, dass Sie, die Sie gerade diese Worte hören, Ihre Herzenstüren weit öffnen und anhand der Bibel das selbst überprüfen. Und darum möchte ich Sie auch bitten. Als nächstes geht es um unser tägliches Brot, gib uns heute. So, dieses heute, von dem hier die Rede ist, das sehen wir in Hebräer 4, Vers 7, das bezeichnet einen Tag, der für die Zukunft bestimmt wurde, und das wird heute genannt. Und dieses heute aus der Hauptreferenz,
Das ist dann die Zeit des Wiederkommens, in der die Vorhersagen des Neuen Testaments erfüllt werden. So, das heißt, was ist dann dieses tägliche Brot, das wir zu dieser Zeit des Wiederkommens suchen und erbitten und essen sollten? Viele Gläubigen heutzutage, sie verstehen das falsch, dass dieses Brot lediglich fleischliche Speise meint, dass man mit dem Mund zu sich nimmt. Und es gibt auch viele Fälle, wo einfach nur nach dieser fleischlichen Speise gebeten wird. Aber wenn wir in Matthäus 6, Vers 31 bis 32 schauen, da steht doch ganz klar, dass man nicht besorgt sein soll, um was man essen soll, was man trinken soll, um solche fleischliche Speise soll man nicht bitten. Sondern die Speise, über die Jesus sagt, dass man nach ihr bitten soll, das ist nicht fleischliche Speise, sondern geistliche Speise, sprich das Wort Gottes können wir hieran erkennen. Über dieses tägliche Brot wollen wir noch mehr herausfinden und dazu schauen wir mal in die Zeit von Mose. Da war dieses tägliche Brot, dieses sogenannte Manna, das wir auch kennen müssen. Wenn Sie in 2. Mose 16 schauen, da sehen wir, dass das Volk Israel, das Mose aus Ägypten gefolgt war, dass sie in der Wüste dann nichts mehr zu essen hatten, sodass Gott ihnen dann dieses Manna, fleischliche Speise, vom Himmel her gegeben hat, oder? Das heißt, zu dieser Zeit von Mose, da war dieses fleischliche Manna das damalige tägliche Brot. Aber das tägliche Brot, das man beim ersten Kommen essen musste, das war nicht das fleischliche Manna aus Moses Zeit. Jesus sagt in Johannes 6 über dieses Manna zu Moses Zeit, dass die Menschen zu Moses Zeit dieses Manna gegessen haben und zwar wieder gestorben sind, aber die Speise, die Gott gibt, ist eine Speise, die die Menschen nicht sterben lässt. Und Jesus sagt über sich selbst, ich bin das vom Himmel gekommene lebendige Brot, sprich das geistliche Manna, oder? Zudem hat er gesagt, man muss das Blut und Fleisch Jesu zu sich nehmen, nur so kann man ewiges Leben erlangen. Der Grund dafür ist, dass zu Moses Zeit man Blut und Fleisch des Lammes zu sich genommen hat und so errettet wurde und so Jesus, der Erretter ist, auch im Gleichnis als Lamm bezeichnet wurde. Deswegen war es so, dass man ewiges Leben erlangen würde, wenn man das Blut und Fleisch Jesu zu sich nehmen würde. So, das heißt, wenn man dieses Blut und Fleisch Jesu nicht zu sich nehmen kann, dann kann man also auch kein ewiges Leben erlangen, oder? In Johannes 1 und in 1. Johannes 1, Vers 1 sehen wir, dass sowohl Gott als auch Jesus das Wort sind. Und deswegen sind dieses Blut und Fleisch Jesu etwas, was unserem Geist Leben gibt. Es sind die Worte Jesu, können wir daran erkennen. Darüber hinaus war Jesus beim ersten Kommen derjenige, der das erfüllte, offenbarte Wort des Alten Testaments bezeugt hat, oder? Das heißt, das tägliche Brot, das man beim ersten Kommen essen musste, war nichts anderes als das offenbarte Wort darüber, dass das Alte Testament erfüllt worden war. So, aber es gibt noch einen weiteren wichtigen Inhalt. Wenn wir in Lukas 22, Vers 14 bis 20 schauen, da sehen wir, dass Jesus in der Nacht des Passafestes mit den Jüngern in seinem Blut den neuen Bund geschlossen hat. Der Inhalt von diesem neuen Bund war, dass bis das Reich Gottes erfüllt wird, bis es darin erfüllt wird, dass das Blut und Fleisch Jesu, sprich das tägliche Brot, nicht gegessen werden kann. So, wenn man das umkehrt, bedeutet das ja, wenn das Reich Gottes sich erfüllt, dann wird man also Jesu Blut und Fleisch wieder zu sich nehmen, oder? So, wann ist dann diese Zeit, wo dieses Blut und Fleisch Jesu wieder gegessen, getrunken wird? Und wo ist dieses Reich, das sich erfüllt? Und wer, der sich wo befindet, kann diese Speise essen und wird errettet? Die Antwort darauf können wir nur erfahren, wenn wir in die Offenbarung gehen. Wir lesen mal Offenbarung 5, die Verse 9 bis 10. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Ja, wie Sie gelesen haben, ist es so, dass wenn die Zeit der Erfüllung der Offenbarung kommt, dann das Königtum und die Priester Gottes, die durch Jesu Blut erkauft worden sind, auftreten. Dieses Reich aus Offenbarung 5, das ist eben das Reich Gottes, das gemäß dem neuen Bund erschienen ist.
Und deswegen muss erst die Zeit der Erfüllung der Offenbarung kommen, dass dann dieses tägliche Brot, das Blut und Fleisch Jesu, dann gegessen und getrunken werden kann, oder? Und in Offenbarung 1, Vers 5 bis 6, da wird davon gesprochen, dass die Priester von diesem Reich Gottes durch das Blut Jesu von ihren Sünden erlöst worden sind. Darüber hinaus heißt es in Offenbarung 7, Vers 14, dass aus der großen Bedrängnis eine weiße Schar herbeigeströmt kommt, die ihre Gewänder im Blut Jesu gewaschen hat. Und dementsprechend ist das Blut Jesu, das vor 2000 Jahren vergossen wurde, etwas, was Blut der Errettung darstellt für die Priester der 12 Stämme vom Reich Gottes und die weiße Schar, die zur Zeit der Erfüllung der Offenbarung erscheinen. Und nur diese Priester und diese weiße Schar können dann also beim Wiederkommen dieses tägliche Brot, das Blut und Fleisch Jesu, trinken und essen und errettet werden. So, dann wollen wir etwas mehr herausfinden über dieses tägliche Brot, das man beim Wiederkommen essen muss, und wollen dafür Offenbarung 2, Vers 17 lesen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Ja, wie Sie gelesen haben, wird hier gesagt, dass Jesus dieses verborgen gewesene Manna dem, der überwindet, geben wird. Dieses verborgen gewesene Manna ist genau das tägliche Brot, das man zur Zeit des Wiederkommens essen muss. Beim ersten Kommen hat Jesus die Geheimnisse des Himmelreichs des Neuen Testaments in Gleichnissen verborgen geredet. Und er hat gesagt, wenn die Stunde gekommen ist, dann wird er nicht mehr in Gleichnissen reden, sondern offen von dem Vater verkündigen. Darum ist es so, dass bis die Vorhersagen des Neuen Testaments erfüllt werden, diese Geheimnisse des Himmelreichs, die Jesus in Gleichnissen gesprochen hat, niemand wissen kann. Und deswegen ist das in Gleichnissen verborgen. Und diese Geheimnisse des Himmelreichs sind dann deswegen dieses verborgen gewesene Manna. Aber da die Stunde gekommen ist, ist es dann so, dass wenn die Verheißung des Neuen Testaments erfüllt wurde, dass dann das offenbarte Wort darüber, dass das Neue Testament erfüllt wurde, dann auch bezeugt wird. Und dementsprechend ist also das tägliche Brot, das zur Zeit des Wiederkommens gegessen werden muss, das verborgen gewesene Manna, sprich das offenbarte Wort, dass das Neue Testament erfüllt wurde. Diese Worte, sagt Jesus, gibt er dem Überwinder. Das hat er so verheißen. Und so muss man diesen Hirten der Verheißung des Neuen Testaments, den Überwinder, treffen. Nur so kann man das tägliche Brot, das verborgen gewesene Manna, essen. Zudem sehen wir in Offenbarung 10, dass das geöffnete Buch des Himmels dem Hirten der Verheißung, dem neuen Johannes, zu essen gegeben wurde. Und es wurde ihm die Anweisung gegeben, dass er das den Völkern, Sprachen, Nationen und Königen verkündigen sollte. Dieses geöffnete Buch, das war ursprünglich in Offenbarung 5, das mit 7 Siegeln versiegelte Buch in der rechten Hand Gottes. Da es mit 7 Siegeln versiegelt war, konnte niemand im Himmel und auf Erden es öffnen noch anblicken. So ein Buch war das. Dieses versiegelte Buch hat Jesus genommen und in Offenbarung 6 und 8 öffnete er eins nach dem anderen der Siegel und das, was niedergeschrieben stand, hat er dann erfüllt. Da war derjenige, der an seiner Seite alles gesehen und gehört hat, eben niemand anderes als der Hirte der Verheißung, der neue Johannes. Jesus beauftragte einen Engel damit, diesem neuen Johannes das geöffnete Buch zu essen zu geben. Und in Offenbarung 22, Vers 8 und in Vers 16, da hat er ihm den Befehl gegeben, das, was er gesehen und gehört hat, den Gemeinden zu bezeugen, oder? Diesbezüglich spricht Jesus auch in Matthäus 24, Vers 45 bis 47. Da gibt es den treuen und klugen Knecht Jesu, der die Speise zur rechten Zeit austeilen wird, hat er verheißen. Diese sogenannte Speise zur rechten Zeit ist das, was zur Zeit, in der sich die Offenbarung erfüllt, dann zur Speise wird, nämlich die Worte aller Kapitel der Offenbarung, das heißt, die Zeit, wo sich die Vorhersage von Matthäus 24 erfüllt, da ist es dann auch so, dass die Worte von Matthäus 24 dann auch die Speise sind, die zu dieser Zeit gegessen werden muss.
Das heißt, alle Hirten und Gläubigen auf der ganzen Erde, von wem müssen sie wohl beim Wiederkommen das tägliche Brot bekommen und essen? Eben von dem Hirten der Verheißung, der die Ereignisse aller Kapitel der Offenbarung gesehen und gehört hat. Nur durch ihn kann man diese Speise essen. Das muss man unbedingt wissen. Dementsprechend gibt Gott zwar seinem Volk seine Speise, auf der Gegenseite ist es aber so, dass auch Satan so ein Werk tut, dass er dem Volk Satans Speise gibt. So, dann wollen wir im Anschluss herausfinden, was ist diese Speise Satans. Wenn wir in Offenbarung 2 schauen, da gab es 7 Boten und ein Zelt, in dem sie sich befanden. Da sind die Nikolaiten Satans hineingekommen, haben Götzenopfer zu essen gegeben und haben auch zur Unzucht verleitet. Dieses Götzenopfer ist zu dieser Zeit eben die Speise Satans, das heißt Worte der Unwahrheit von falschen Hirten. Und auch in Offenbarung 13, da sehen wir, dass diese Hirten von Satan in das Zelt Gottes eingedrungen sind und gegen die Heiligen von diesem Zelt gekämpft haben und sie überwunden haben, sodass die Heiligen von diesem Zelt die Hirten Satans angebetet haben und auch das Mahlzeichen des Tieres angenommen haben, sodass dann das Zelt Gottes zu Fall kommt. Und dementsprechend haben die 7 Boten und auch ihre Heiligen, die Jesus erstellt hatte, die Speise Satans gegessen und die Hirten Satans angebetet, oder? So ein Geschehen gibt es also. Aber das ist nicht das Ende, sondern in Offenbarung 17 und Offenbarung 18 sehen wir, dass die Hure, die an ihrer Stirn Babylon geschrieben hat, mit dem Wein der Unzucht alle Nationen verführt hat und sogar mit Dämonen hat heiraten lassen. Letzten Endes heißt es also, dass diese ganzen Nationen wegen dem Wein der Unzucht fallen, oder? Das ist doch wirklich etwas Furchtbares, oder? Zu dieser Zeit ist diese Hure jemand, der Satans Samen empfangen hat und seine Kinder aufzieht, das heißt, ein falscher Hirte ist damit gemeint. Dieser Wein der Unzucht, den die Hure gibt, ist die Speise Satans, das heißt, es steht für die Worte der Unwahrheit von falschen Hirten. Letzten Endes ist es also so, dass zur Erfüllungszeit der Offenbarung alle Nationen von Worten der Unwahrheit verführt sind, sodass sie in dieses Reich der Dämonen Babylon hineingegangen sind. Dann ist die Frage, was für eine Speise esse ich denn gerade überhaupt? Da sollte ich doch über mich selbst reflektieren, oder? Das heißt, um errettet zu werden, muss ich also unterscheiden können, was ist die Speise Gottes und was ist die Speise Satans? Und ich muss dann den Hirten der Verheißung finden, der die Speise Gottes austeilt und von ihm das tägliche Brot zu essen bekomme. Nur so kann ich in die Errettung eingehen. Ich hoffe, dass Sie das unbedingt erkennen. So, dieses Shinchonji Online-Seminar, das Sie gerade hören, die offenbarten Worte, sind eben die Speise, das tägliche Brot zur Zeit des Wiederkommens, das alle Gläubigen heutzutage essen müssen. 2000 Jahre lang konnte man das nirgendwo hören. Alle Vorhersagen und sogar die Realität der Offenbarung wurde komplett bezeugt und auch die Gleichnisse von den Geheimnissen des Himmelreichs wurden aufgeschlüsselt und jetzt wird sogar das Zeugnis gegeben über die Offenbarung des Alten und des Neuen Testaments nach Kapiteln. Der Hirte der Verheißung von Shinchonji hat zwar selbst von niemandem diese Worte gelernt, aber er hat die Ereignisse aller Kapitel der Offenbarung und die Vorhersagen des Neuen Testaments, die Jesus erfüllt, gesehen und gehört. Und genau das, was er gesehen hat, das bezeugt er also. Darüber hinaus möchte er, dass alle Gläubigen auf der ganzen Welt diese Worte hören und mit ins Himmelreich gehen. Und dafür verkündigt er diese Worte. Es wäre schön, wenn Sie das wirklich auch so erkennen würden. Als nächstes geht es dann um den Teil, vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Um diesen Inhalt gut zu verstehen, wollen wir einmal Matthäus 6, die Verse 14 bis 15 lesen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Ja, so wie Sie gelesen haben, hat Jesus gesagt, nur wenn wir den Vergehungen unseres Bruders vergeben, dann wird auch Gott unsere Sünden uns vergeben. Das heißt, um dafür zu beten zu Gott, dass er unsere Sünden vergibt, muss ich zuerst die Vergehungen meines Bruders vergeben,
oder? In den Worten von Matthäus 18, Vers 21 bis 35 sehen wir, dass Petrus etwas gefragt hatte, woraufhin Jesus dann antwortet, dass man 70 mal, 7 mal sogar vergeben soll. Darüber hinaus hat er auch ein Gleichnis erzählt in Bezug auf Vergebung und er sagt, ein König, er hat einem Knecht zwar viel Geld ausgeliehen, 10.000 Talente, aber er konnte das nicht zurückzahlen, oder? Der König hatte dann aber Mitleid mit ihm und hat ihm diese große Summe erlassen. Doch diese Person, die das erlassen bekommen hat, ist zurückgekehrt und hat dann aus dem Grund, dass ihm selbst ein kleiner Betrag nicht zurückgezahlt wurde, dann einen Gesellen ins Gefängnis werfen lassen. Und als der König dann das gehört hat, ist er sehr zornig geworden, hat diesen Knecht, dem er so viel Geld erlassen hatte, dann ins Gefängnis werfen lassen, bis er das alles vergolten hatte, zurückgezahlt hatte. Dieses Gleichnis zeigt, dass wir zwar doch durch die Eselblut so viel Sünde vergeben bekommen haben, aber wenn wir doch dann jemand anderem, der sich an uns ein bisschen versündigt hat, nicht vergeben können, dass Gott uns dann letzten Endes auch unsere Sünden nicht vergibt. Das bedeutet also, nur wenn man die Sünden des anderen vergibt, dann kann man auch die eigenen Sünden vergeben bekommen. Wir glauben an Gott und Jesus und um himmelreich ein ewiges Leben leben wir doch unseren Glauben. Wenn dem so ist, dann sollte man jetzt aufhören zu verfolgen und zu verfluchen und stattdessen einander in Jesus lieben und vergeben und eins werden. Als nächstes geht es um den Teil und führe uns nicht in Versuchung, das wollen wir jetzt herausfinden. Matthäus 24 gibt Verheißungen über die Zeit des Wiederkommens des Herrn und da heißt es, dass viele Menschen in Versuchung geraten und einander hassen werden. Das wurde dort vorhergesagt. Der Grund dafür, dass so etwas geschieht, ist, wie Sie hier in diesem Bild sehen können, dass in den Tempel Gottes dieser Gräuel der Verwüstung, der zu Satan gehört, zu stehen gekommen ist. Das heißt, diejenigen, die in diesem Tempel Gottes sind, die werden dann verführt und sie geraten auch in Versuchung, oder? Diesbezüglich wurde in Offenbarung 3, Vers 10 vorhergesagt, dass es eine Stunde der Versuchung gibt, die über die ganze Erde kommt. Das heißt, die Gläubigen, die in dieser Zeit leben, die sollten also dafür beten, dass sie eben nicht in diese Versuchung geraten. Dann geht es um, sondern erlöse uns von dem Bösen. Genauso wie ich Ihnen gerade gesagt habe, ist es so, dass zu der Zeit des Wiederkommens des Herrn es einen Zerstörer gibt, der den Tempel Gottes zerstört. Und deswegen ist es so, dass dieser Zerstörer, der zu der Zeit des Wiederkommens den Tempel Gottes zerstört, dann auch beim Wiederkommen dann dieses Böse wird, oder? Über diese wird in Offenbarung 12 und 13 gesagt, es ist ein Tier mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. So einen Ausdruck finden wir dort. Und in Offenbarung 17 und 18 sehen wir, dass ihr Reich als Reich der Dämonen Babylon bezeichnet wird. Zu dieser Zeit des Wiederkommens, da gibt es also solche bösen Zerstörer, die da auftauchen und von ihnen soll man also erlöst oder errettet werden. Dafür sollte man beten. Dann kommen wir zum letzten Teil. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. So, Gottes Reich und Kraft und Herrlichkeit, wann werden die wohl dargebracht? In Offenbarung 19, Vers 1 fortfolgende sehen wir, dass nachdem das Reich der Dämonen Babylon von Offenbarung 18 gerichtet wurde, dann ein Zeitalter der Herrschaft Gottes eröffnet wird und dass eine riesige Volksmenge des Himmels Amen, Halleluja ausruft und so Herrlichkeit darbringt, oder? Dementsprechend ist also die Zeit, wo das Reich, die Macht und die Herrlichkeit dargebracht werden, also nachdem das Reich der Dämonen Babylon gerichtet wurde und die Zeit dann erst kommen muss, wo Gott herrscht. Diese Welt ist seit Adams Sündenfall 6000 Jahre lang nicht Gottes Reich und Macht und Herrlichkeit gewesen, denn Satan dort hatte das weggenommen und selber in Besitz genommen. Und deswegen ist es so, dass jetzt das Reich des Teufels so schnell wie möglich ein Ende nehmen soll, damit Gottes Reich auf dieser Erde vollendet wird und alle Herrlichkeit wieder Gott in Ewigkeit gebührt. Und dafür, glaube ich daran, sollten wir auch mit daran teilhaben, dass wir Gottes Werk tun und beten. Dann wollen wir die heutigen Worte zusammenfassen. Die heutige Überschrift lautete Mittelstufe, Lektion 7, die wahre Bedeutung des Vaterunsers.
In diesem Vaterunser steht die Verheißung darüber geschrieben, was sich beim Wiederkommen des Herrn erfüllen wird. Und so wie der Wille im Himmel erfüllt worden ist, so wird es sich auch auf dieser Erde erfüllen, wurde verheißen. Das, was im Himmel erfüllt worden ist, ist die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Und genauso wie man das im Himmel gesehen hat, wird es heutzutage, so wie wenn ein Stempel abgerückt wird, auf dieser Erde erschaffen. Und dieses Reich Gottes ist eben Shincheonji, die 12 Stämme. Diese 12 Stämme von Shincheonji sind der Ort, auf den das Himmelreich und Gott herabkommen, sodass sie in Ewigkeit mit ihm gemeinsam sind, sodass dann endlich das Zeitalter der Herrschaft Gottes sich erfüllt. Das ist das Ziel, für das Gott seit 6000 Jahren arbeitet. Diese Zeit jetzt ist die Zeit, wo das verheißene Reich Gottes nun erscheint. Und deswegen ist es so, dass wir das Vaterunser jetzt nicht einfach nur auswendig runterrattern sollten, sondern dass wir die wahre Bedeutung des Vaterunsers erkennen und in die Tat umsetzen, sodass wir dann auch die Hoffnung des Himmelreichs erreichen. Das wäre gut. So, dann möchte ich noch kurz einen Einblick geben, worum es nächste Stunde gehen wird. Nächste Stunde geht es um Mittelstufe Lektion 8 mit der Hauptreferenz Matthäus 8. Es geht um die ursprünglichen Söhne des Reiches und diejenigen, die im Himmelreich zu Tisch liegen. Ein Lehrer, der noch viel besser das Wort verkündigt als ich, wird Ihnen Zeugnis geben. Und so hoffe ich, dass Sie auch mit erwartungsvollem Herzen auch nächste Stunde dabei sind. So, dann wollen wir auch heute alle gemeinsam etwas ausrufen und damit abschließen. In Gott und Jesus sind wir eins. We are one. Ja, ich möchte kurz beten. Hochheiliger Vater Gott, dem wir wahrhaftig dankbar sind, auch heute hast du uns kostbares Leben erlaubt und hast uns vor dein Wort, Vater, geführt. Und dafür, für diese Gnade, danken wir dir so sehr. Heutzutage hast du uns auf dieser Erde den weißen Hirten gesandt, dass er uns die offenbarten Worte über die Erfüllung des Neuen Testaments hat erkennen lassen. Heute haben wir die wahre Bedeutung erkennen können von dem Vaterunser, das man 2000 Jahre lang nur mit den Lippen auswendig aufgesagt hatte. Und gemäß der Verheißung dieses Vaterunsers ist es so, dass auf dieser Erde dein Reich, Gott, die 12 Stämme von Shincheonji erschienen ist. Und so lass doch alle deine Kinder zu diesem Ort herbeigeströmt kommen. Bitte wirk du dafür. Bitte öffne du die Herzen jedes Einzelnen, der heute diese Worte gehört hat. Und lass sie durch dein Wort, Vater, aufs Neue wiedergeboren werden. Bitte wirk du dafür. Bitte sei du bei diesem Seminar, bis es endet, Vater, dass alle, die diese Worte hören, im Geist und im Fleisch gesund und stark bleiben. Bitte beschütze und bewahre du sie. Das hoffen wir von ganzem Herzen. Im Namen Jesu, der voller Liebe ist, haben wir gebetet. Amen. Ja, danke schön, dass Sie bis jetzt zugehört haben. Die ursprünglichen Söhne des Reiches werden aus dem Reich Gottes vertrieben. Und diejenigen, die von Osten und Westen gekommen sind, die liegen im Himmelreich zu Tisch, wurde gesagt. Die ursprünglichen Söhne des Reiches, die hinausgeworfen werden, und diejenigen, die von Osten und Westen gekommen sind, zu welcher Zeit erscheinen sie? Wer sind sie? Und nachdem die Tore des Himmelreichs geschlossen wurden, gibt es einige, die draußen vor der Tür stehen und später dann noch an die Tür klopfen und sagen, Herr, öffne uns. Wir haben vor dir, Herr, gegessen und getrunken. Du hast uns auf den Straßen gelehrt, wird dir gesagt. So wie Sie in dem Video gesehen haben, wird es nächste Stunde um die ursprünglichen Söhne des Reiches und diejenigen, die im Himmelreich zu Tisch liegen, gehen, mit Matthäus 8 als Hauptreferenz. Von der Uhrzeit her ist es genauso wie heute, vormittags um 10 Uhr. Ich hoffe, dass Sie unbedingt teilnehmen und dann die kostbare wahre Bedeutung Gottes und auch das weißene Wort erkennen. Wenn Sie abgesehen zu den Worten, die Sie heute gehört haben, noch zu der Shincheonji-Kirche und Lehre weitere Fragen haben sollten oder da noch Punkte offen sein sollten, können Sie, so wie Sie gerade auf dem Bildschirm sehen können, unter den repräsentativen Nummern des jeweiligen Stammes nachfragen. Wir werden Ihnen detailliert und freundlich Auskunft erteilen. Dann wollen wir gemeinsam das Vaterunser beten und damit den ganzen Ablauf für heute beenden. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Hiermit schließen wir das heutige Seminar von Shincheonji über das Zeugnis, über die Offenbarung des Alten und des Neuen Testaments nach Kapiteln ab. Vielen Dank, dass Sie mit dabei gewesen sind.